Hallo liebe Videofreunde, wir wollen jetzt ein Fazit zu unserem Winterurlaub machen und dieses ist auch schon das dritte. Das erste hatte Fehler und das zweite haben wir im Wohnmobil aufgenommen und haben eine neue App ausprobiert und das hat überhaupt nicht gepasst. Das sah auf dem Handy total super aus. Das ist sehr, sehr schade, weil es eigentlich lustig war im Wohnmobil. Und ein nettes Video gewesen ist, wie ich fand, aber wir können es nicht nehmen, es ist total verkrisselt und verpixelt und sieht unmöglich aus. Also mit diesen Handy-Geschichten, das ist halt immer so eine Geschichte. Nun sitzen wir zu Hause, drehen das dritte Fazit zum Winterurlaub Oberstdorf. Also, wie ihr ja gesehen habt, hatten wir ein richtig tolles Winterwetter. Wir hatten mega Glück, richtig viel Glück mit dem Wetter gehabt. Ja. Wir hatten einen super guten Campingplatz, der sehr zu empfehlen ist. Michael ist auch mit dem Skifahren ein bisschen auf seine Kosten gekommen, sodass man sagen kann, dass wir einen rundherum sehr schönen Winterurlaub gehabt haben. Ja, und dann haben wir ja euch so einige Sachen gezeigt, was man so im Winter beachten muss. Und es kamen auch einige Fragen und Kommentare von euch und da möchten wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Also, zuerst wollen wir mal auf diese, Kältebrücken eingehen, die wir da hatten. Mich kitzelt hier irgendwas. Die wir da hatten im Fahrerhaus, ganz klar, unterm Beifahrersitz, in der Eingangstür. Ja, und natürlich ist die Außenwand am Bett, das ist dann auch recht kühl, wenn man da liegt. Da hatte ich aber im Vorfeld schon ein bisschen gesorgt und Decken hingelegt und Michael ist damit ganz gut zurechtgekommen. Ja. So. Also, ihr habt ja gesehen, dass wir die Katastrophenschutzdecken hatten. Wir müssen dazu sagen, wir haben auch gar nicht geplant, als allererstes Mal mit diesem Wohnmobil Winterurlaub zu machen. Wir hatten das eigentlich im Saison, also Saisonkennzeichen? Ja, von normal bis Ende Oktober und dann wieder ab März. Genau, und dann waren wir auf dem Ruby-Camp da im Herbst in Oberstdorf. Bevor wir es vergessen, hat einer gefragt, was das mehr kostet an Versicherung. Ah, okay, ja, dann sag's gleich, sonst vergessen wir's. Das sind nur Steuer, nur Versicherung. Steuer weiß ich jetzt nicht. Die Versicherung macht ungefähr 140 Euro im Jahr aus, die es mehr sind für das komplette Kennzeichen. Also ist zu verkraften. Ja. Und es ist dazu gekommen, dass wir im Herbst dort im Urlaub waren und dann waren wir an dieser Skiflugschanze und die hat uns total beeindruckt, weil wir da oben gestanden haben und haben dann gesagt, Mensch, wir würden gerne mal Skifliegen sehen. Ja. Und nun hatten wir uns da auch eingebildet, dass wir da an dem Parkplatz gleich, der da bei der Skiflugschanze ist, stehen können und so weiter und so fort. Das war ja dann nicht so gewesen, aber da kommen wir später dazu. Haben wir gedacht, Mensch, das machen wir mal. Wir fahren zum Skifliegen. Ich habe gleich geguckt, im Februar ist Skifliegen und da haben wir gedacht, das machen wir. Und so sind wir eigentlich zu unserem Winterurlaub gekommen. Und dann habe ich gleich gedacht, naja, dann machen wir das gleich als Test, weil wir würden ja gerne mal die Nordlichter sehen und würden vielleicht auch gerne mal zur Winterzeit in den Norden fahren. Ja, wir hatten ja uns so eine Fußraum-Innenisolierung bestellt und die ist aber leider nicht gekommen. Da gab es hin und her und was weiß ich, Tohuwabohu, also sie kam einfach nicht. Wir haben dann unser Geld zurückbekommen, aber standen dann halt für den Winterurlaub ohne diese Fußraumisolierung da und hatten glücklicherweise vorher die Katastrophenschutzdecken gekauft. Und das war auch gut so. Mit denen sind wir super zurechtgekommen. Auch wenn jemand geschrieben hat mit einem Kommentar, in so einem Deckenverhau möchte er nicht leben. Uns hat es nicht gestört, die waren super. Wir haben eine Decke vorne an die Armatur jeden Abend gehangen, ne? Oder wenn wir gestanden haben. Ja. Eine haben wir unter den Beifahrersitz gelegt, dass das da nicht reinzieht. Ja, und dann hatten wir noch an der Tür so eine kleine Fließdecke, das hat auch geholfen. Und somit waren wir eigentlich bestens ausgerüstet und auch hatten keine Probleme gehabt. Nee. Es hat jemand geschrieben, dass am besten wäre es ja doppelten Boden und dann alte Heizung, also so wie Art Fußbodenheizung. Ja, natürlich ist das eine feine Geschichte, keine Frage. Aber hätte uns in dem Fall dann vorne fürs Fahrerhaus wahrscheinlich auch nichts gebracht. Nee.
Es hat ja nur im Fahrerhaus gezogen, ansonsten haben wir nicht gefroren. Wir haben ja eine Fußboden, wie sagt man, Fußboden drin, Auslegware, hat man hier im Osten gesagt, Teppichboden im Westen haben wir drin und das hat einwandfrei funktioniert. Und es war nicht kalt, im Gegenteil, es war völlig ausreichend gewesen. Ja. Es hat halt nur dort reingezogen, an diesen Stellen. Und dafür wäre dann vielleicht so eine Fußrauminnenisolierung ganz gut. Allerdings muss man auch sehen, wie viel Platz die wegnimmt. Weil die Decken legst du zusammen, legst du hinten aufs Bett und fertig aus. Wir müssen dazu sagen, zu den Katastrophenschutzdecken, die muss man vorher 2 bis 3 Mal waschen. Ne? Ja, sicher. Die stinken extrem. Die stinken, also die riechen unangenehm und fusseln auch sehr stark. Und das geht dann im Laufe mit dem Waschen also weg. Und vor allen Dingen auch der Geruch ist dann weg. So, also wir waren zufrieden mit unseren Decken. Wir können sie weiterempfehlen. Punkt. So, dann kommen wir mal, die Außenisolierung, die war super, die hatten wir von Brigitte und Ernst empfohlen bekommen. Ja. Das war eine feine Sache, das haben wir euch ja gezeigt, hat Michael euch ja gezeigt. Und also mit der waren wir top zufrieden. Ja. Ja. So, und Winterreifen, da wurden wir auch gefragt, ob dann Winterreifen nötig sind oder auch Allwetterreifen eventuell reichen würden. Also Allwetterreifen. Wäre nicht gegangen. Bei denen wird er nicht. Nee. Wir können jetzt nichts, also ein Pärchen hatte gefragt, wie es mit der Straßenglätte oder so war. Dazu können wir nichts sagen, weil die Straßen waren nicht glatt, die waren immer geräumt, wie das eben da unten in den Wintergebieten so ist. Das können die halt recht gut. Wir hatten einmal ein Problem auf dem Parkplatz, da haben die die Reifen ein bisschen durchgedreht, ja. Aber das haben wir geschafft. Und dann haben wir ja auch beim Skifliegen ziemlich im Schnee gestanden und sind da super rausgekommen, wo andere nicht rausgekommen sind. Also wir hatten Glück, sogar die Polizei hatte Probleme gehabt mit ihrem Auto, also unsere Reifen haben gut gegriffen. Ja. Und Michael sagt, weil Wetterreifen auf gar keinen Fall. Nein, nicht wenn du in Winterurlaub fährst. Also wir hatten neue Reifen, vielleicht kannst du noch mal was sagen zu den Preisen und so, was das gekostet hat. 4 Räder komplett, also mit Stahlfelgen, mit Montieren, mit allem drum und dran. 900 Öcken. War teuer. Also die Erstanschaffung von so einem Wohnmobil, das kostet schon alles immer ein bisschen was. Ja, dann Thema Dieselheizung. Ich glaube, für uns kommt nur noch, glaube ich, Dieselheizung in Frage. Das war richtig gut gewesen. Ja. Wir brauchten keine Gasflaschen zu wechseln wie die anderen. Wir hatten mit einem Tank sind wir ausgekommen. Vielleicht kannst du noch mal was zum Verbrauch sagen. Ja, was haben wir verbraucht? Die lief an sich. Die war immer eingeschaltet, lief natürlich nicht ununterbrochen, war aber immer eingeschaltet. Und dann so ungefähr bei 1/3 haben wir es immer gehabt. Mehr brauchten wir gar nicht, um die Bude warm zu machen. Und dann hat das Ding verbraucht am Tag geschätzt 3 bis 3,5 Liter. Und das war's. Ja. Und wir haben nicht ein einziges Mal ansatzweise nur gefroren. Nee. Es war sogar teilweise zu warm. Ne? Ja. Also das war eine feine Geschichte, wir sind damit total happy. Ja, und was mich ein bisschen gestört hat, war, dass wir kein Thermostat haben mit Temperaturangabe, wo man sagt zum Beispiel, man stellt 21 Grad ein und dementsprechend läuft das Ding an oder geht aus, sondern wir müssen das immer so mit so einem Regler halt einstellen und dann ist es halt manchmal halt so, dass es gleich wieder zu warm wird, dann musst du wieder es runterregeln, dann geht sie wieder aus und dann musst du wieder aufstehen, es wieder hochregeln und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht investieren wir da nochmal in so eine Temperatur. Ja, wenn es sowas gibt. Ich glaube, ich habe das aber schon gesehen im Internet. Wir müssen uns mal erkundigen. Das war also das Einzige, was mir nicht so ganz so gut gefallen hat. So, der Abwassertank. Der Abwassertank hat gut funktioniert. Da hatten wir gar keine Probleme mit. Wir haben uns ja diesen Tank isolieren lassen und damit hatten wir sowieso kein Problem. Heizung, ja. Ja. Naja, habe ich ja gesagt. Isolieren und eine Heizung.
Also, ja, genau. Sag du das doch mal. Ja, habe ich ja gerade. Ja, also dieser Abwassertank ist ja beheizt. Und das ist natürlich eine feine Sache, aber da muss man Strom dafür haben. Ansonsten frisst die wohl recht viel von der Batterie. Und ja, das ist so, der muss man dann mal ausprobieren. Wir haben uns nicht getraut, das auszuprobieren, hatten Angst, dass nächsten Tag das alle ist. Das müssen wir nochmal hier zu Hause testen. Braucht man ja auch nicht. Nee. Naja, für nächstes Jahr halt haben wir gedacht, wir wollten es ja endlich mal ausprobieren, aber haben uns noch nicht so getraut. Vielleicht müssen wir das dann nächsten Winter erstmal zu Hause austesten und die mal laufen lassen. Also, das war eine feine Sache. Es ging wunderbar. In einem Video habe ich gesagt, ehe wir dann früh so wegkommen und dies und das machen müssen und jenes und dann noch das Wasser ablassen. Und dann hat jemand geschrieben, ja, wieso denn Wasser ablassen und so. Also, eins sei vorweg gesagt, wir haben ganz nah an dem Abwasserplatz da gestanden. Wir hatten also überhaupt nicht weit. Das war überhaupt gar kein Problem. Es hat auch die wenigste Zeit am Morgen gekostet. Ja. Also unsere Organisation im Wohnmobil, die hat weitaus mehr Zeit gekostet als den Abwassertank leeren. Und wir möchten das halt nicht mit einem Eimer und mit einer Schüssel, weil bei den Temperaturen, die wir jetzt hatten, wäre das sofort eingefroren und das hätte vielleicht so tagsüber geschafft auszutauen, weiß ich nicht. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt hochfahren wollen, mal im Norden, da ist das unmöglich. Also da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Da kannst du das tagsüber auch nicht auftauen lassen. Und von daher haben wir uns halt diese Beheizung mit einbauen lassen. Da sind wir halt auf der Nummer, auf der sicheren Seite, auf Nummer sicher, wollte ich sagen, und hat auch wunderbar funktioniert. Ja. So. Was war noch? Ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht. Ach so, die Isolierung, die wir unter dem Bett gemacht haben mit dem Heizungsrohr, die war gut. Ja. Die hat auf jeden Fall was gebracht. Also es war immer noch recht warm, aber nicht mehr so heiß, als wo wir die nicht drum hatten. Aber trotzdem noch ganz schön warm, ne? Ja, gut. Also man muss halt dann eben in der Garage, wenn man Lebensmittel da lagern würde, muss man die dann so lagern, dass es nicht so unmittelbar nah an diesem Rohr lang läuft. Es ist trotzdem noch genug warm. Also es könnte fast sogar noch ein bisschen dicker sein, die Isolierung. Müssen wir uns mal überlegen. Aber ansonsten einwandfrei. Also das war auf jeden Fall gut, dass wir das gemacht haben. Weil sonst wäre es echt zu warm geworden, auch beim Schlafen. Ja, und die Wärme geht ja verloren, ne? Die hast du dann woanders nicht. Genau, ja. Das kommt noch dazu. Ja, und da die auch unterm Bett liegt, ist es halt, wäre es dann auch zu warm geworden zum Schlafen. Das ist halt einfach so. Es bläst ja auch, ist unangenehm dann, ne? Ja, also was halt wirklich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, war die Organisation im Wohnmobil. Na, wieso hat doch alles geklappt? Naja. Naja, also am Anfang mussten wir uns finden im Wohnmobil, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war schon ein bisschen chaotischer als im Sommer und mit den dicken Jacken und Skistiefeln und oder Winterstiefeln und was die da im Campingplatz Ruby gut haben. Wir konnten halt unsere ganzen Sachen wie Handtücher zum Duschen und Badelatschen und auch die Skischuhe, gab es einen Raum, das konnte man alles abstellen, das brauchte man nicht im Wohnmobil lassen, Gott sei Dank. Und nur Skier wollten sie nicht haben. Also Skier musste man also entweder draußen stehen lassen oder halt ins Wohnmobil reintun. Ja, also das haben sie sehr schön dort gelöst. Übrigens überhaupt der Campingplatz Ruby, eine feine Geschichte. Ja. Netter Koch. Erzähl du mal was zum Koch, damit du auch was erzählst. Der Koch kocht gut. Die kochen zweimal die Woche. Montags und samstags gibt's Essen. Speisekarte ist sehr übersichtlich, das macht aber nichts. Da stehen 5 Gerichte drauf, die sind sehr gut. Und der Koch macht das mehr als Altersbeschäftigung noch. Der ist schon Rentner, aber er liebt seinen Job und das merkt man auch, wenn du das isst. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, echt super leckeres Essen, mit Liebe angerichtet auch. Und im Winter machen sie 2-mal, im Sommer hatten sie 3 Tage. Ich glaube, da hatten sie Freitag, Samstag und Montag. Und diesmal war, ja, wie Michael schon sagt, Montag und Samstag Essenstag. Und da waren wir auch immer da. Und
Ganz toll. Also der macht das wirklich mit sehr, sehr viel Liebe. Ist auch ein nettes kleines Lokal da, ne? Ja. Wo man drin sitzen kann. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Campingplatz Ruby können wir euch wärmstens empfehlen. Ja. Preis war auch okay, 37 Euro am Tag. Preis. Ja, 37 Euro kostet der Campingplatz. Mit allem. Alles, was man. Allerdings ist der Kurtaxe dabei und Hund ist dabei pro Tag. Nehmen die Strom wie viel? Strom war dabei. 4 Euro. 4 Euro, ja. Strom war dabei. Müll war dabei. Ja, das war alles. War komplett, also ist alles dabei. Also die Kurtaxe normalerweise 5 Euro am Tag musst du ja abziehen. Also sind es praktisch 32 Euro, was der Platz kostet. Ja, aber für die Kurtaxe kriegst du deine Gästekarte, mit der kriegst du wieder verbilligte Fahrten, ja, und so weiter. Also aber die zählen halt nicht zum Campingplatz, das wollte, ja, ich nur damit sagen. Ja, also. Ach so, Fernsehen hat noch jemand gefragt. Irgendjemand hat was zu irgendjemand hat was zum Fernsehen gefragt. Ist egal. Haben wir nicht ein einziges Mal. Doch einmal. Einen Abend haben wir Fernsehen geguckt. Ansonsten, wir hatten uns extra einen Platz geben lassen, damit wir die Antenne ausrichten können und Fernsehen schauen können. Es gibt nur einen Platz, wo es nicht geht, muss man dazu sagen. Den hatten wir im Sommer, ne? Ja, alle anderen Plätze gehen. Ja, und wir haben extra darauf geachtet, dass wir also die Antenne ausrichten können. Wir haben es überhaupt nicht gebraucht. Wir haben die Abende immer irgendwie so verbracht, ne, mit Lesen und gemütlich. Und also ich habe es nicht ein einziges Mal vermisst. Ja, wir haben auch mal ab und an ein bisschen YouTube reingeschaut und da sind wir jetzt auch gespannt, was das jetzt gibt. Jetzt kommt ja dieser Artikel 13. Dazu werden wir nochmal ein extra Video machen. Wir sind da auch sehr gespannt, was das geben wird, sind damit natürlich überhaupt nicht einverstanden. So viel sei ja schon vorweg gesagt. Aber dazu machen wir nochmal ein gesondertes Video. Es wäre halt sehr, sehr schade. Man kann sich das auch eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wenn diese YouTube-Sache vorbei sein sollte. Zumal es auch für uns schön ist, mit Menschen zu kommunizieren. Auch wir haben schon so nette Pärchen auch also kennengelernt. Noch nicht persönlich, aber halt so. Also es wäre sehr, sehr schade, wenn das irgendwie kaputt gehen würde. Und dazu werden wir aber nochmal unser Statement von unserem Kanal selber ein anderes Video geben. Ne? Unser Hund, der ist der Winter nicht so gut bekommen, den haben wir leider dann krank zu Hause gehabt und mussten schon wieder in die Klinik. Allerdings nichts Gravierendes, es war wieder mal der Magen. Wahrscheinlich durch die viele. Jetzt habe ich wieder so viel gelabert und du nicht. Genau. Michael hat wieder sehr viel geredet. Der ist. Mir reicht das. So ein Bubblewasser getrunken. Hättest du mal vielleicht 2-3 Schlucke mehr genommen, dann wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Gerede rausgekommen. Also ihr Lieben, wir sagen einfach mal bis bald. Ne? Genau. Gott, also macht's gut. Tschüssi. Tschüss.